Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Einladung zu einem neuen Part Miitopia mit Putin, Donald und Annelie. Und natürlich dem Zwergenfürst. Na, da wandern sie in der Burg des dunklen Fürsten. Okay, jetzt habe ich ausnahmsweise mal nicht auf den roten Schalter gedrückt und eventuell keinen geheimen Weg freigeschaltet. Ich renne mal ein bisschen hier. Oh, wo ist lang? Rechts oder links? Glaube ich relativ wurscht. Ich gehe links. Ich gehe links entlang. So, und der erste Kampf in diesem Part und der erste Kampf mit unserem getrennten Team. Das zweite Team, was wir steuern müssen. Im letzten Part haben wir die erste Hälfte des Teams zum Ziel gebracht. Jetzt hat es so ein bisschen geruckelt, weil ich versucht habe vorzuspulen. So hier. Dann brennt es so ein bisschen, wenn ich aufhöre zu spulen und wieder anfange zu spulen. Ist ein bisschen blöd. Ich weiß, ich streng mich an, das nicht mehr zu tun. Putin hat es geschafft. Kann ich die eigentlich gar nicht mehr steuern? Weil ich nicht im Team bin? Das wär's. Ich muss einfach nur zugucken. Ich kann die nur in die Ruhezone bringen und den Steuer geben, aber steuern kann ich sie, glaube ich, nicht. Oho, ein neues Outfit. Sieht gut aus. Du siehst gut aus darin. Sehe ich auch so. Das Kompliment kam gut an bei Putin. Aha. Komplimente von Donald in Richtung Putin. Oha. Noch eine Kreuzung. Diesmal gehe ich rechts, lang. Schnell! Nächstes Monster kommt gleich. Nein, erstmal noch eine Schatztruhe. Öffnen wir, gucken, was drin ist. Oh, nur eine MP-Bonbon. Wie schade. Ich dachte, ein Gegner. Oder zumindest ein bisschen Geld. Gegner wäre auch lustig gewesen, hätten wir kämpfen können. Du, neue Beziehungsstufe zwischen Annelie und Putin. Level 5. Loben gelernt. Jetzt will ich aber mal wechseln. Jetzt kannst du mal zu Donald ins Zimmer, Annelie. Und weiter geht's. Ich glaube, zwischen Annelie und Putin, zwischen Annelie und Donald besteht noch gar keine Beziehung. Aufgepasst. Was? Wie aufgepasst? Worauf? Hab ich irgendwas im Gesicht oder so? Punkt. Ich dachte nur gerade, also Putin, der ist schon echt cool. Das Kompliment kam an. So eine Schleimerin hier. Flink wie ein Wiesel. Ja, flink wie ein Wiesel ist sie. Keine Gegner mehr. Nur noch Spielscheine in Truhen. Okay, ein Gegner könnte auch mal kommen. Würde ich gern wieder haben. Würde ich gern annehmen. Noch mehr Schatztruhen. Ah, eine Falle. Ein Gegner. Da wünscht man ihn sich her und schon ist er in einer Schatztruhe. Wir gehen jetzt übrigens den linken Pfad. Es gab jetzt zwei Möglichkeiten, den rechten oder den linken Pfad zu nehmen. Lieber der Waldorf, schreit sie. Ja, nice. Danke, Eure Majestät. Putin ist die Prinzessin. Ich vergesse es immer wieder. Putin ist eigentlich nicht für diese Klasse gemacht. Wer hätte eigentlich Donald als Prinzessin nehmen sollen? Er wäre, glaube ich, ein bisschen mehr dafür gedacht. Mehr dafür gemacht. Ganz toll gekämpft. Hurra! Knochenkeks erhalten. Und weiter. Noch eine Schatztruhe. Nein, ein Gasthaus. Okay. So viele Schatztruhen hier auf einem Pfad. Aber wir ein Schatztruhenpfad. Okay, wir schreiten hinfort. Wir schreiten weiter den Weg entlang. Mal schauen, wann wir auf den Rest des Teams treffen. Welchen Hebel betätigen? Den linken. Eine HP-Banane. Was wäre wohl bei dem anderen Hebel gewesen? Wir werden es nie erfahren, was bei dem anderen Hebel gewesen ist. Ja, schade eigentlich.
Was noch ein Bosskampf? Merkel! Merkel, die Blume. Nein, ihr Gesicht ist weg. Bosskampf mit dem Team. Studie zu Merkel. Okay, da kannst du viele Studien einstellen. Ja, da kannst du in der Tat viele Studien anstellen. Die Prinzessin weicht zurück. Wir haben doch nur drei Teammitglieder und drei schwache Teammitglieder. Wie sollen wir das schaffen? Ich kann auch nicht mal einsitzen. Ich kann die nicht stören, die drei Teammitglieder. Wenn ich nicht im Team mit drin bin. Ich muss tatenlos zusehen, was die da anstellen. So eine Schande auch. Da! Okay, Donald ist sehr stark und greift sehr stark an. Nein! Och nö, Annelie. Werde die Steuer und die Ruhezonen einsetzen. Okay, Ultrasteuer auf Trump. Und Putin in die Ruhezone. Hoffentlich wird er mal geheilt. Da ist auch schon geheilt worden. Nein! Ich will nicht mit diesem Team kämpfen. Ich will ein stärkeres Team haben. Kann jemand helfen? Schutz auf Ständer. Hier ins Lang. Das wäre ein Wunder, wenn die es schaffen würden, die drei, das Gemälde zu besiegen. Das wäre ein wahres Wunder. Bekannte! Der 5 Erschner Haupt noch so vor sich hin. Loben! Gelernt! Okay. Annelie ist wieder geheilt. Juhu! Donald ist immer noch in Ekstase. Er greift an. Mal seine HP aufgeheilt, sein MP. Verwechselt die mal. Ja, bevor das jemals schaffen werden, diesen Kampf gegen das Bild, gegen das Gemälde, gegen die Studie von Merkel. Naja, naja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zur Stelle, okay, Panzer beschützt Prinzessin. Klingt richtig. Klingt ganz richtig. Wow, ist das eine Kunst? Nein. Schwamm, was stellst du nur so an? Oh, Studie von Merkel fast besiegt. Dann Putin nochmal in die Ruhezone und alle mit dem HP-Steuer geheilt. Sture Aktion von Donald. Vorbereitet auf Schaden. Okay. Ich hätte mal den Ultrasteuer gern. Jetzt sind alle auf Ultramodus. Vielleicht greifen sie dann besser an und schaffen es. Könnte sogar sein. Juhu! Yay, sie haben es geschafft. Was für ein Wunder. Das hätte ich nicht gedacht. Habt's Dank. Merkel rettet. Kann sie wieder ihren Wahlkampf beginnen. Ihren Wahlkampf fortsetzen. So ein Glück. Naja, ob das so ein Glück ist, wage ich zu bestreiten. Das kann man bestreiten. Aber schön, dass wir ein Teammitglied gerettet haben. Da ist sie zurück. Merkel. Da fehlt, glaube ich, nur noch eins. Ein Teammitglied müssen wir noch retten. Die haben, glaube ich, schon fast alle. Deutschland. Ach, das hat sie natürlich ängstlich gesprochen. Deutschland. Hat Angst um Deutschland. Wo bin ich? Du bist hier im Turm des dunklen Fürsten. Der dunkle Fürst hat mich hergebracht. An mehr kann ich mich aber nicht erinnern. Das war alles ein bisschen zu viel für mich. Ich muss mich unbedingt ausruhen. Geh zum Gasthaus. Wir kommen nach. Merke ist zum Gasthaus aufgebrochen. Hoffentlich erholt sich Merke gut. So viele haben wir jetzt eigentlich. Ich bin hellwach. Ich kenne das nur zu gut. Habt ihr alle ordentlich Kaffee getrunken? Oh, Dena hat wieder ein Foto gemacht. Hell, lass dir diese Chance nicht entgehen. Ich bin Dena, der Wanderfotograf. Machst du das Foto hier von vorhin kaufen? Wow, das ist echt Kunst, sagt Putin. Gekauft. Bis. Dann halt nicht. Tut mir leid, Dena. Wie kommt's das? Du hast dein Gasthaus gefunden. Oh, und da sind sie bestimmt schon. Da, sieh mal. Ja, da sind die anderen. Hallo, Donald. Yay, so ein Glück, dass es euch gut geht. Das Team ist jetzt wieder vereint. Komplett. Alle. Nö, es fehlt noch einer, wie ihr seht. Dann umsortieren tue ich das nächste Mal. Das machen wir offscreen ein bisschen. Weiter geht's. Holen wir uns das nächste Teammitglied, unser letztes Teammitglied zurück. Soll noch voller werden hier.
Das Gasthaus soll voll ausgebucht sein. Wo wohl unser nächstes Teammitglied steckt, unser letztes. Zwing verblüfft mich immer wieder. Da sagt die Blacky was. Okay, wir so allein. Na, Knopf gedrückt, was passiert? Sei vorsichtig. Sei du doch vorsichtig. Na, was los? Tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Sarah hat keine Lust, sich zu entschuldigen. Okay. Was zum... Das hat alles nur schlimmer gemacht. Jetzt Streit zwischen den beiden, oder was? Oha. Ein Blackie hätte mal Knoblauch gegessen. Weiß nicht, kann sein. Schatz, 1600 Gold. Okay. Geld haben wir auf jeden Fall genug. Können wir mal ausgeben. Mein Bauch kneift. Ja, Donald, dein Bauch kneift. Es ist soweit, ich muss es wieder tun. Oh nein. Alles nur das nicht. Was will sie denn tun? Oh doch, ich kann es nicht länger beherrschen. Nein, beherrsche dich. Zu spät. Nichts kann mich mehr aufhalten. Den herrlichen Hüftschwung der heiteren Erholung. Puh. Schon besser. Ja, dir geht's vielleicht besser. Mir ist gerade ein bisschen schlecht. Ja, und weiter geht's. Ich bin schnell wie der Wind. Ja, wir rennen auch. Und da kommen ein paar Kobras. Silberkobras. Um genau zu sein, Silberkobra A und Silberkobra B. Bemerkt ihr was? Ich bin wieder der Wissenschaftler. Und jetzt wieder fiese Formel ein. Ich habe die Klasse mal getauscht. Im letzten Hotel, im letzten Gasthaus. Ich mochte den Priester einfach nicht mehr. Dafür ist Sarah jetzt im Team die Heilerin. Ich muss noch was finden, wie ich das Team am besten zusammenstelle. Aber ich auf jeden Fall Wissenschaftler. Ich fand das am besten. Ich fand diese Sache einfach am besten. So, nochmal fiese Formel. Okay, den einen hat's umgehauen. Können wir den anderen auch noch umhauen. Los, steigt euch an. Hau rein. So, Blacky wird wieder geheilt. Das ist schön. Ich frage mich, was Blacky für eine Funktion hat. Ist die auch Heilerin irgendwie ein bisschen, oder? Kann man auf die verzichten? Ich würde ungern auf sie verzichten, aber... Wenn die Heilerin ist, müssen wir auf jeden Fall auf sie verzichten. Weil zwei Heiler im Team können wir nicht gebrauchen. Dann nehmen wir lieber noch wen anders ins Team. 180 Bonus ERF. Okay, sind eigentlich alle fast gleich auf. Außer ich bin Level 13. Donald, du bekommst sie. 520 Gold. Jo, und weiter geht's. Ein Gasthaus. Nice. Joa. Ich kann vielleicht euch mal ein bisschen sagen, was gerade so los ist in Real Life. Ein bisschen Real Talk. Während die so miteinander quatschen. Ist eh egal, ist relativ wurscht, was die so sagen. Dass ich ja seit Anfang September arbeiten gehe und es könnte sein, es könnte durchaus sein, ich arbeite bis spät hinein, dass es in Zukunft nur noch ein Video täglich gibt, weil ja, es ist halt schwer möglich, wenn dann noch Termine da sind, noch Videos aufzunehmen. Dann ein bisschen, heute hatte ich zum Beispiel noch einen Termin hinten dran an meiner Arbeit, kam ich ziemlich spät nach Hause und zwei Videos dann noch aufzunehmen, vorproduzieren für den nächsten Tag, ist ein bisschen knifflig. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr geschafft haben, noch ein Video vorzuproduzieren, wenn ich überhaupt das geschafft habe, hinzubekommen. Das muss auch nicht gesagt sein, dass ich das heute noch hinkriege, zu schneiden und hochzuladen. Es ist möglich, dass jetzt ein Tag dazwischen war, wo kein Video kam. Vielleicht kamen auch heute zwei Videos online, dann war gestern der Tag, wo kein Video online kam. Verzeiht mir auch sowas, kann halt passieren, dass halt manche Tage gar kein Video online kommt, weil ja, es ist halt relativ schwer, das mit der Arbeit zu vereinen. Ich werde natürlich weiterhin Videos machen, aber ja, ich kann nur so viele Videos machen, wie ich kann. Ich kann nicht mehr machen, als ich kann. Verzeiht es mir also. Okay, alle geheilt. Von Sarah wurde Donald geheilt. Ja, von Sarah wurde Donald geheilt. Richtige Grammatik. Klang ein bisschen falsch, aber war richtig.
Also seid nicht traurig, wenn mal eins oder keins kommt. Kein Video oder ein Video. Ja, ich gebe mein Bestes, aber manchmal ist halt... Was ist mit Blackie passiert? Manchmal ist halt mein Bestes eben kein Video. Lebst du noch? Mir geht's gut. Aua. Geht's schon mal vor. Am Samstag und am Sonntag an den Wochenenden. Wenn da nicht mal was dazwischen kommt. Da könnt ihr euch relativ sicher sein, dass ihr 2 Videos am Tag kriegt. Was? Blackie hat mich verlassen. Nein, nicht Blackie. Wir sehen uns im Gasthaus. Okay. Sie ruft so aus der Tür. Alles prima. Nein, nicht alles prima. Blackie ist weg. Nicht Blackie. Blackie, komm zurück. Wir brauchen dich im Team. Ja, ich habe überlegt, dich aus dem Team zu nehmen, weil du eventuell eine Magierin bist, aber ich will dich trotzdem im Team haben. Komm zurück. Okay, Sarah brutzelt was. Hau rein. Cool. Sie als Heilerin ist auf jeden Fall genial. Sarah als Heilerin im Team zu haben. Ich glaube, damit hätten wir auch von jedem Team eins mit drin. Donald ist vom letzten Team, Sarah ist vom Findet-Team, also vom zweiten Team, und Blackie ist vom ersten. Ja, relativ ausgeglichen. Ja, gut. Da hätte ich von jedem was. Ach, da fällt es mir wieder ein, den Grüni, den müssen wir noch retten. Der ist der letzte. Das war ja einfach. Obwohl, da muss ich mir noch mal überlegen, ob ich den so rette. Wir haben gerade so im Real Life so ein bisschen Auseinandersetzung. Moment, Auseinandersetzung sind es ja nicht. Zur Auseinandersetzung hören ja mal 2 Leute. Da muss ja eine Kommunikation herrschen, damit eine Auseinandersetzung stattfinden kann. Ja, Schluss mit diesem Thema. Miitopia ist hier dran. Nein! Donald! Wir sind eh schon weniger im Team. Strengt euch mal an. Ultrasteuer. Jetzt schafft ihr es so. Das war gut. Los, strengt euch an. Nein. Los, Donald. Schaffst das? Ja, er hat es geschafft. Miitopia Second. Ja, das ist ein Spruch. Ich habe für alle jetzt neue Sprüche erstellt, die ich schon habe. Muss mal wieder aktualisieren. Jetzt ist ja Merkel dazu gekommen. Ach ja, die hat ja schon einen Spruch. Nein, wir sind schon so geschafft. Wir können nicht noch mehr kämpfen. Diese Formel. Komm, verpisst euch. Verdünnisiert euch. Ihr Kobras. Jetzt habe ich fast glatt angefangen zu heulen, weil die Kobras meine Schwester besiegt haben. Aber jetzt habe ich wieder aufgehört zu heulen, weil ich diesen Ultratank getrunken habe. Auch so unmöglich. Hau rein. Wir schaffen die. Mit dem Ultratank geht das. Im Ultrasteuer kriegen wir das hin. Komm, hau rein. Nein, Donald. Was ist? Nein, diese Formel. Komm, das kriegst du hin. Hau sie alle um. Nein, du musst überleben. Kriegst du hin, Zwergi. Streuer eingesetzt. HP-Streuer. Diese Formel nochmal. Komm, du musst doch machbar sein. Zack. Was soll denn das? Ja, Rote Zone geht ja nicht mehr alleine. Okay, die sind fast besiegt und ich habe die Ultra-Karte bekommen. Okay, waren es nur noch 2. Komm, das schaffst du, komm. Nein! War fast geschafft. Ich ruhe nur kurz meine Augen raus. Zwingend Kowal besiegt. Nein, schade. Ziemlich miese Leistung. Ja, du sagst das. Wir versuchen es nochmal. Abmarsch! Hier riecht's was. Hier riecht was gut. Monster! Monster an allen Ecken. Monster an allen Orten. Oha, das hätte ich noch nicht einsetzen sollen. Sollte ich mir für die Monster aufheben, die später kommen. Ich muss ja gegen einige Monster hier kämpfen, unterwegs. Muss ich mir aufheben. Mampf. Sarah heilt uns. Impuls auf A. Attacke. So, Sarah ist fast besiegt. Nein, nicht unsere Heilerin besiegen. Okay, haben wir besiegt.
Sie heilt sich selbst oder was? Ja, das ist gut, man sich selbst heilt, wenn man fast am Boden ist. So, Impuls, komm, die kriegen wir. Los, Donald, hau zurück. Sarah hält Donald. Mampf, köstlich. So, auf geht's, Donald. Versetzt den letzten Schlag mit der Kugel. Nur ein paar Kratzer. Perfekt, Level 13 für Sarah. Kann sie uns jetzt besser heilen. Teufelstörtchen. Viele Teufelstörtchen jetzt hier. Rennen hält fit. Du sagst das, Blacky. Rennen hält fit. Dann werdet ihr wohl jetzt ganz fit sein. Denn Monsterkämpfer halten auch fit. Angriff. Ich erstmal auf die Silberkobra. Auf geht's. Impuls plus 2. Okay, Explosion. Die wurden besiegt von Blacky. Die Explosion ist auf jeden Fall eine nice Attacke. Gut, dass wir Blacky mit dabei haben. Haut rein. Was alle auf einmal geheilt. Das ist eine nice Attacke. Das nenne ich interessant. So, Impuls. Ganz toll gekämpft. Uha, Level für Donald. Bonus ERF plus 154. Blacky, die hat noch nicht. Level 13. Und weiter. Ich brauche was zu futtern. Ich hätte gerade jemand gepupst. Ja, nichts werden mit so einem Team. Ich fresse erstmal eine HP-Banane. Okay. Der Rest des Teams ist einigermaßen geheilt. Diese Kobras sind einfach zu stark. Wie kann es so starke Kobras geben? Wir werden nicht dran können. Explosion. Nice, Blacky. Sowas muss man einsetzen gegen solche starken Kobras. Jetzt ich. Mit Besserung. Okay, das meinte ich nicht mit ich. Feuer frei. Ja, Donald, Feuer frei. Schieß sie ab. Schieß sie ab, Donald. Und mache ich eine gute Figur? Ja, machst eine gute Figur. Einigermaßen. So, fiese Formel. Auf alle vier geht das. So. Die sind sehr OP, diese Kobras. OP-Kobras. Na komm, das kriegen wir hin. Ruhezone aktivieren. Alle kann Sarah ja schließlich nicht heilen. Und so viel Heilung ist dann auch nicht drin. Okay, die eine haben wir besiegt. Explosion. Ja, immer solche Attacken einsetzen, Blacky. Immer Explosion. Das ist gut. Und Sarah immer schön heilen. Dankeschön, Sarah. Bist die beste Heilerin. Du bist die beste Heilerin, die man sich wünschen kann für ein Team. So, Feuer frei, Donald. Fiese Formel noch einmal. Attacke. Juhu, zwei waren es noch. Tolle Arbeit, zwei. Diesmal sieht es ganz gut aus. Jetzt könnten wir es diesmal schaffen. Ich mal zur Ausnahme in die Ruhezone. So, sie heilt sich selbst. Das ist gut. Man muss auch an sich selbst denken. Ja, da haben wir es besiegt. Nice. Hui, wie aufregend. Hoffentlich kommt gleich ein Gast raus. Level Up für Zwergi. Heilung.exe gelernt. Ist das eine Website? Ist das ein Windows-Programm? Stelle mit der Kraft der Wissenschaft HP und MP her. Magie. So, dass das Magie ist, weiß ich. Ein Gasthaus. Ja, das haben wir gebraucht. Und nicht gebraucht. Eine Beziehungsstufe für zwei auf einmal. Du, ich mach diesen Sound. Du, irgendwie nicht. Ach, ich hab mich dran gewöhnt. Blacky und Blacky, Level 10. Oh, die müssen wir auseinandersetzen. Aber ihr müsst euch mit anderen befreunden. Ja, gutes Stichwort, genug für heute. Ich mache jetzt einfach Schluss an dieser Stelle. Ich muss dann auch wieder weg. Ich muss privat noch ein bisschen weitermachen. Und der Part ist bestimmt lang genug, wenn nicht, ja, Pech gehabt. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben, dieser Part. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfrost verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Abend oder Morgen oder Tag, je nachdem, wann ich das hochlade. Mal sehen, wie ich es hinkriege. Ja, haut rinne, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Video. Es kommt. Irgendwann. Da seid ihr euch sicher. Es kommt.